Liebe Freunde und damit ganz herzlich willkommen zur ersten Map-Vorstellung von Train Fever. Ich habe eine Map zugeschickt bekommen, die ich mir mal angucken soll. Und ich werde dann, also ich werde mir so alles angucken. Die ganzen Bahnhöfe, die ganze Landschaft, wie alles aussieht. Ich habe jetzt einfach mal das Safe Game geladen. Ich habe gestern bloß mal kurz probiert, ob ich das Safe Game überhaupt laden kann. Und ja, es geht. Und diese schöne Map ist von dem lieben Spios. Den echten Namen möchte ich jetzt gerne nicht nennen. Ich glaube, das möchte er auch nicht. Und ja, es. Ganze wird auch auf der Train Fever, beziehungsweise heißt er nun schon Transport Fever Community Webseite veröffentlicht. Und wie gesagt, ganz am Ende wird es dann noch ein Ranking geben, wie ich persönlich diese Map einschätze. Und dann werden auch ab und demnächst dann auch weitere Maps folgen. Ich versuche da noch ein paar User heranzubekommen, die vielleicht auch Interesse hätten, ihre Maps zu zeigen. Aber heute beginnt es, wie gesagt, mit dem lieben Spios. Und ich bin noch im Pausenmodus. Ja, er hat auf jeden Fall schon mal 38 Billionen. Das ist schon mal krass. Ja. So, ich stelle mich mal ganz kurz offline. Offline, so. Man kann mir halt nicht auf Play. Nein, 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 das sollst du nicht losfahren. Ja. Ich habe mit ihm gestern und schon die Tage davor ein bisschen geredet. Ich habe auch gestern. Ist es die Musik oder? Ist die Musik. Cool. Auch nicht schlecht. Ich habe gestern schon mit ihm geredet. Ich habe einen kleinen Probelauf gemacht, also es läuft einiges flüssiger wie bei mir. Denn seine Städte sind auch nicht so groß, wie man hier sieht, aber er hat dafür einige. Ja. Auch hier ein Dutzend Linien. Ja, da sieht es bei mir oft noch schlimmer aus. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich scroll hier mal raus, ja, und gucke mir das Ganze an. So, wir sind hier in Ibbenbüren, ja. Netter Name, muss ich sagen. Und vor allem, wie geht denn das hier? Dass da DB steht? Das muss ich ihn nachher mal noch fragen, wie er das dann gemacht hat. Ich sehe hier schon mal der Bahnhofsvorplatz. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Das sind natürlich alles die Assets. Ach du Heilige. Aha. Und da hat er gleich einen Güterbahnhof noch dran. Okay. Ich lass einfach mal laufen. So. Und werde dem hier folgen? Ja, komm, wir folgen dem mal. Oh, hier. Lieber Spios, vielleicht kannst du dir bei dir noch was umändern. Da geht die Schiene in das Ding. Oh, oh, wir fahren hier hoch. Okay. Wieder Bahnhof. Wo fahren wir denn hin? Fahren wir doch mal zu. Alter, der Bahnhof, der Brückenübergang sieht aber nice aus. Die Textur ein bisschen anders wie bei mir. Sehr viel Wald, was mir persönlich gut gefällt, muss man sagen. So. Zugauswahl. Ich habe schon mit ihm geredet, also er hat eine deutsche Seite und eine österreichische Seite. Finde ich auch eine coole Idee. Ja. Okay, gucken wir uns das mal an. Alter Schwede. Alter Schwede.
Vielleicht hätte da eine einzelne Brücke gereicht, aber. Okay, hier kommt der Gegenzug. Aha. Okay, also er nimmt anscheinend gern diese Brücke, die ich persönlich nicht so gut finde. Gehen wir doch mal hier hin. Hier haben wir wahrscheinlich das Zentrallager, was produziert Holz zu Güter. Die Zeiten sind ganz anders. Ja. Und hier nach Bremerhaven. Ey, nicht lecken, Dankeschön. Okay, hier hat er ein Abstellgleis. Auch schön hier am Fluss entlang. Also muss man echt sagen, geh ja deine Frau. Psst, fertig. Alles klar. Ich habe mich doch auf offline gestellt. Mann. Okay, hier entlang. Ein schönes See, muss man sagen. Karlstadt. Er hat auch viele Loks einfach nur so rumstehen. Läuft mir so. Ist auch, finde ich, eine coole Idee. Einfach hier ein Bahnhof, Abstellgleise da daneben. Er hat eigentlich, soweit ich jetzt das gesehen habe, jeden Bahnhof als fünfgleisig. Fährt hier gerade uns dazu. Ne, ist der andere. Okay, das ist anscheinend hier die österreichische Seite. Ich gucke jetzt einfach mal kurz nach der größten Stadt. Da fahren wir bitte hin. Eieieiei. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Also hier hätten wir auf jeden Fall noch Platz für weitere. Alter, das sieht ja so geil aus. Was ist denn das? Kenne ich noch gar nicht. Das ist ein Depot. Nicht anklicken. Liebes Beyers, falls du dieses Video selber siehst, ich habe den Trick herausgefunden. Wenn dir das zu lang geht, mach dir einfach eine Linie. Ja? Einfach eine neue Linie legen. Die nenne ich zum Beispiel Ladezeit. Und setze sie hier oben hin. Dann verkürzt sich hier die Ladezeit um einiges. Falls es dich nervt, ja. Ah, hier fährt ICE. Hier fährt ein ICE. Oh, Parallelausfahrt mit der S-Bahn. Wie hat das denn hier gelegt? Fünfgleisig. Alter. Fünfgleisig. Wie hat er denn hier die Linien gelegt? Ah, okay, der ICE in der Mitte. What? Ist das? Wegpunkt? Halt nicht lecken. Das ist ein Wegpunkt. Okay. Das ist auch hier unten nochmal ein Bahnhof? Holy shit, dude, was machst du, Alter? Das ist die zweitgrößte Stadt? Ja, das ist die zweitgrößte Stadt. Holy shit, Alter. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Hier, ICE fährt da rein. Hier noch ein Abstellgleis. Das ist auch gut. Einfach mal auf dem Güterbahnhof noch einen Personenbahnhof daneben stellen. Ja, aber wie du schon sagtest, ja, okay, hier ein bisschen Verkehr. Hier auch.
Oh, hier ist was dazwischen gekommen. Die Brücke. Könnte man wegmachen. Aber wie geil ist das bitte, dass hier einfach der Bahnhof ist und oben drüber geht noch ein anderer. Ey, was? Noch zweimal der gleiche. Und hier fährt dann einfach die S-Bahn. Ey, wie du das hinbekommen hast. Wahrscheinlich mit 40, oder? Auf jeden Fall nicht. Also da muss ich echt sagen, eine geile Idee. Ja? Bei mir würde das wahrscheinlich nicht so aussehen, sondern ich wäre so gegangen, hätte dann da einen Bogen reingemacht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Ja? Wo fährt denn der IC hin? Ach Gott, der kommt hier oben wieder raus. Total verwinkelt. Also ich muss schon mal sagen, der Bahnhof oder die beiden Bahnhöfe hier in der Konstellation, sehr geil, wirklich. Hier auch mit den Parkplätzen. Die gelben Zäune wohl, die habe ich noch nie gesehen, muss ich sagen. Und ich würde mal sagen, wir fahren mit dem ICE mal mit wieder zum anderen Hauptbahnhof, weil da würde ich mal mich gerne noch mal ein bisschen weiter umschauen. Okay, das ist auf jeden Fall auch eine geile Idee. Einfach den ICE eingleisig fahren zu lassen, wenn man eh wenig Züge oder Zugverkehr hat. Also das mit dem Wald gefällt mir echt gut. Da habe ich ihn halt gestern noch gefragt, wie man das denn macht. Und da muss man, wenn man das Safe Game ladet, muss man sozusagen das einstellen, dass da mehr Wald ist. Weil das habe ich verpennt am Anfang. Und um jetzt die Landschaft halt mit mehr Wald oder mit mehr Bäumen zu haben, müsste ich jetzt alles manuell pflanzen. Und da habe ich, ehrlich gesagt, nicht wirklich Böcke drauf. Okay, das ist die Einfahrt in den Hauptbahnhof. Ruckelt selbst bei mir, auch wenn ich gerade noch mal meine CPU hochgetaktet habe. Okay, boah, ey. Das sieht ja aus wie in echt. Das sieht ja aus wie in echt. Das erinnert mich ein bisschen so an Köln, ja. Auch wenn da, klar, davor, vor Köln ist ja diese Überfahrt über den Fluss. Aber irgendwie erinnert mich das echt an Köln. So die Einfahrt mit diesem. Mit diesem Bogen hier. Das hier. Okay, die Güterzüge fahren auch einfach durch den Hauptbahnhof durch. Ist auch eine geile Idee eigentlich. Okay, aber da hat man noch einiges frei. Noch einiges. Und da einfach diese Abstellgleise vor. Vor dem Bahnhof ist, würde ich nie auf die Idee kommen. Bus, Bus, Bus. Oh, gibt es hier einen Busstau? Tatsächlich. Vor allem einfach die Idee auf den Kreisverkehr, ja? Welcher Bus hängt denn hier fest, bitte? Okay, das ist kompliziert. Ich möchte mal gern hier, dass die Busse wieder fahren.
Das habe ich bereits schon in Fotos gesehen, die ihr gepostet habt, dieser Vorplatz von diesem Hauptbahnhof. Und dann einfach noch unten drunter. Wie hast du denn das hingekriegt, dass es so ganz, dass es so bündig ist am Bahnhof? Das ist echt krass. Und hier drüben kommst du wieder bündig raus? What? Auf jeden Fall coole Busse, sind die selber gemacht? Die habe ich im Forum ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Und das sind wahrscheinlich Schienen hier, oder? Kann ich mir vorstellen. Ja, hier staut sich ja gerade immens. Du hast echt keine Probleme? Also, ist ja gerade doch schon etwas sehr viel Verkehr hier. Stimmt, weil ich habe so immense Probleme mit den Autos und er hat fast keine Autos. Wie viele Dings hast du denn? Linienbenutzung? Ja, okay, ist auch nicht viel mehr. Komisch. Aber hier einfach auch wieder Bahnhof. Und dann bündig angelegt die Gleise. Okay, habe ich auch noch nie geschafft. Okay, da muss ich die. Also falls du das Video guckst, sag mir mal bitte, wo du denn das her hast. Das hier kenne ich, das hier. Aber wo du das her hast. Weil das sieht auch cool aus. Hier hinten den Trambahnhof. Dann einfach hier dieses gespaltene. Ach Gott, hier fährt auch noch was. Was fährt hier? Ach Gott, hier kommt die Güterzüge hoch, wie geil. Wie geil. Hier, was kommt hier? Railjet. Also, ich muss sagen, die Landschaft um deine, also um den Hauptbahnhof der zwei großen Städte. Echt spitzenmäßig. Dafür gibt es sogar. Dafür würde ich sogar schon mehr wie 10 geben, ja? Würde ich fast schon 20 geben. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie in der Realität sowas Ähnliches auch geben wird. Könnte ich mir so gut vorstellen. Hier diese Idee. Das ist ja alles, das sind alles Straßen, die du selber platziert hast. Und wenn es jetzt das auch noch als als fertiges Modell gibt, weil dann muss man das nicht immer bauen, ja? Unglaublich echt. Unglaublich krass. Echt unglaublich krass. Oh, da hinten sehe ich gerade ein Metronom. Sehr schöner Zug, meiner Meinung nach. Muss ich mir hier noch ein bisschen angucken. Ja, hier wahrscheinlich die Straßen, alles. Alles selber gebaut, dass die auch ja hier anbauen. Saugeil, echt saugeil. Upsa. Hier nochmal Abstellgleise. So wie es halt einfach
ehrlich gesagt oder Forum Bahnhof eben aussieht. Es ist eben so. So sieht's von einem Bahnhof aus. Nicht anders, nicht sonst irgendwas. Was ist denn dieses Graue hier? Oh, das Trainfever abgestürzt. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ja, da bin ich wieder. Da ist mir echt das Spiel abgeschmiert. Und da fährt. Hier fährt echt der ICE lang. Okay, krass. Würde ich jetzt persönlich nicht machen. Also mir würde es nicht gefallen, wenn der ICE hier so einen riesen Knick macht. Also ich würde vielleicht die Kurve vielleicht etwas weiter machen. Aber wie gesagt, mir würde es nicht gefallen, wenn der ICE so einen Knick machen würde. Der fährt jetzt fährt jetzt wieder zurück oder ist es der, wo hier weiterfährt? Nee, der fährt wieder hier zurück. Der fährt jetzt hier rechts. Okay, so eine Rundfahrt. Okay, verstehe. Verstehe. Hier oben die, also wirklich nochmal, wie gesagt, eine perfekte 10 hier für den Hauptbahnhof. Du hast keinen Stau. Wie schön. Nein, nicht lecken, verdammt. Aber das würde mich jetzt doch nochmal interessieren, was das hier für eine graue Linie ist. Jetzt stürzt bitte nicht schon wieder ab. Kann nur mal gucken. Oh, Güter, es kann entweder das sein. Kann bloß das sein. Ah, da fährt er ja sogar. Hast du hier. Also, wie macht man das? Muss man da hier Gleis setzen oder wie ist das gemacht? Gerade das hier. Muss man da extra nur Gleise dann hier setzen oder. Wie funktioniert sowas? Also das ist ja klar, die sind ja hier dran, an den Gleisen. Aber das andere? Schauen wir mal weiter. Gehen wir mal hier hin. Also er hat. Okay, hier sind zwei Bahnhöfe. Und das ist auch cool. New, zack. So gut wie jeder Bahnhof ist gut ausgebaut, muss man sagen. Und weiß nicht, ob Güterlinie und Personenlinie, Personenstrecke, die das gleiche benutzen. Nee, okay. Sie benutzen zwar das Parallelgleis. Aber sie benutzen jetzt zum Beispiel nicht das gleiche Gleis. Also wenn jetzt hier zum Beispiel hier die Regio fährt, dass da auch ein Güterzug drauf fährt. Finde ich jetzt persönlich nicht allzu schlimm. Denn ich habe es dem letzten auch erst wieder gemacht. Ach, ein netter Dieselzug. Und hier einfach so ein Schild. Genau so was meinte ich. Wie macht man so etwas? Das hier und das hier. Da können doch keine Schienen drunter sein, wenn hier
Wie geht das? Wo hast du das angeschlossen? Wie geht sowas? Wie geht sowas? Das habe ich bis heute noch nicht rausgefunden, wie das geht. Wo fährt denn die hin? Ach Gott. Hier der Parkplatz von Jansch. Gut besetzt mit den Autos. Das könnte ich sein hier. Hauptsache drin. Ach, wie süß. Einfach so eine kleine Strecke mit. Das ist alles die gleiche Strecke. Nee, die haben alle die gleiche Farbe. Ach Gott, okay, die Stadt wird bloß bedient von den kleinen Dieselzügen. Auch eine coole Idee eigentlich. Ah, kann es sein, hier benutzt. Nee, ist auch bloß parallel. Die benutzen nicht wirklich das gleiche Gleis. Und hier kommt er dann an. Also, er hat sich auch Mühe gegeben, nicht einfach, ich sage ja mal hier so, weißt, so quer durchzumachen, sondern einfach mal hier so einen Schlenker durch die Landschaft. Hier nochmal die Brücke. Ah, hier passt die aber wirklich rein. Dann hierher. Ah, ich sehe hier hinten gerade. Ah, okay, es hat alles schön ausgebaut mit den Assets. Und hier überall die Tankstationen drauf. Auch eine coole Idee, finde ich. Und dann einfach noch unten drunter, tschak, Schnellverbindung oder was das ist. Transportiert Güter. Okay, wo fahren die denn hin? Hier hinten haben wir noch ein Kohle. Mal gucken, wie er es hier ausgebaut hat. Okay. Also die. Ja, gut, wie ich mir gedacht habe. Auch überall Schallschutzwände für die Anwohner. Ah, wir sind hier wieder auf der österreichischen Seite. Auf jeden Fall kann man sagen, er hat nicht zu viel Gleise gebaut. Also er hat jetzt nicht in eine Stadt zig Millionen Gleise hingebaut, sondern halt immer versucht, es aufs, ich sag mal echt, aufs Minimalste zu reduzieren. Was ich. Okay, ganz kurz. Okay, dann noch eine Frage. Woher hast du die Schiebebandwagen von der SSB Cargo selber gemacht? Oder. Weil er hat es mir gesagt, ach fuck, er hat ein paar Mods selber noch gemoddet. Hast du die Schiebebandwagen SSB Cargo selber gemacht? Eine Frage an dich. Weil. Ich liebe die SSB-Güterwagen, muss man echt sagen. Ich liebe die. Auch diese Schiebebandwagen. Oder das hier, was denn das? Okay, das hast du, glaube ich, selber gemacht. Das hast du, glaube ich, selber gemacht. Hier nochmal. Was ist Güterumschlagsplatz? Oh ja, tatsächlich, die. Echt, machen die so einen weiten Weg? Ach ne, du. Ne? Genauso, wo hast du denn die her? Echt, so viele Fragen. Ich habe die ganzen Teile noch nie gesehen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, die und die SSB-Schiebebandwagen. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Die Kohle kommt zu Fuß.
Interessant. Und okay, warum nimmst du die Kohle von da hinten? Du hast Kohle, Kohle, Kohle hier. Kohle hier. Okay. Einfach mal so gefragt, warum man dann die Kohle von da hinten nimmt. Einfach damit die Zugstrecke existiert, oder? Okay. Auf jeden Fall auch nice gemacht, muss ich sagen. Die Zufahrt über den Bahnhof. Und dann diese Wendeschleife hier oben. Auf die Abstellgleise. Ja. Sowas würde halt mir nie in den Sinn kommen. Muss ich ehrlich gestehen. Also, bei mir wäre hier ein Bahnhof und dann vielleicht hier Abstellgleise und das war's. Aber ich würde jetzt ehrlich gesagt nie auf die Idee kommen, hier noch einen Bogen zu machen, hier noch wegzugehen und dann. Ach, hier ist ja noch ein Bahnhof. Steht. Ach nee. Oh. Hier ist dann noch ein zweiten Bahnhof. Aha. Und hier das einfach für das AKW auch cool. Echt geil, muss man sagen. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich noch nicht so gesehen habe? Hier, das Cargo-Umschlagsplatz. Ey, Junge, du bringst mich hier um, Alter. Wenn ich da gleich wieder meine Map spiele, werde ich wahrscheinlich alles löschen, Mann. Heilige. Cargo-Umschlagsplatz. Okay, das habe ich. Gibt's die schon? Da muss ich noch mal gucken. Ich habe jetzt diese Cargo noch gar nicht gesehen. Das kenne ich, das habe ich alles, aber diese Cargo-Container, die habe ich noch gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Okay, das ist auch interessant. Das sind einfach nur Gleise, wo du einfach den Bahnhof simulierst. Das ist auch cool. Auch gut gemacht. Boah, hier kommt ein sehr langer Zug. 200 Öl bringt er. Bringt er die hier oder fährt er weiter? Ah, der bringt die hierher. Ah. Oh, 700. Das ist ein Haufen. Das ist ein Haufen. Auch schön dekoriert. Hier nochmal da diese Öfen oder was das sein soll, die Raffinerie. Dann unten durch noch die Straße. Unglaublich, muss ich echt sagen. Ich bin echt richtig sprachlos, was man alles hier rausholen kann. Und vor allem, man sieht wirklich kaum die Schienen. Es sind teilweise bloß zwei Gleise nebeneinander. Hier. Nicht fünf, wie gesagt, nicht fünf, nicht sieben oder sonst irgendwas. Richtig schön die Landschaft sozusagen noch erhalten. In welchem Eck war ich jetzt noch nicht? Okay, hör auf, bitte zu lacken. Okay, was man sieht, die Busse sind zum Beispiel noch nicht überall ausgebaut. Oh, hier war da aber einiges. Da wartet einiges. Aber ich muss dir echt sagen, eine coole Map hier zum Einstieg. Und ich würde dir wirklich, ich habe fast nichts Schlechtes gesehen, muss ich dir ehrlich sagen. Und da ich mir auch nicht wirklich so vorstellen kann, was die anderen User so bauen, also wie gut oder wie schön diese bauen,
Ich würde dir echt tatsächlich, meiner Meinung nach, fast die volle Punktzahl geben. Und jetzt ist die Frage, wieso fast? Also klar, du hast mir ja gesagt, paar Schönheitsfehler sind ja noch drin. Kann ich auch berücksichtigen. Also kein Mensch baut hier, also man hat einfach kein End in Train Fever. Und also das halt, also du hast halt noch sozusagen diese Auftrennung von den Gleisen zwischen Gütern und Personenverkehr. Und ich würde dir einfach so aus dem Bauchgefühl 9,5 geben. 9, 9,5. Weil, wie gesagt, diese Auftrennung zwischen Güter- und Personenverkehr noch besteht. Vielleicht kann man da noch irgendwas machen. Ich weiß es nicht. Ob da noch irgendwie eine Chance besteht, da was zu bearbeiten. Deshalb war es das hier mal von diesem ersten Einblick. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich an deine Map, ja. Ich war sehr verblüfft von den Screenshots, die du im Forum gepostet hast. Und es hat sich so gut wie alles hier bestätigt. Und jetzt suche ich gerade nochmal da hinten. Landeshut. Ne, Landshut. Und beende hier das Video im Hauptbahnhof. Und was ist denn das? Unsichtbare Gleise? Was ist denn das? Wie kann man denn... Das sind unsichtbare Gleise. Okay, habe ich ehrlich gesagt so noch nie gesehen. Ich würde dann hier mit dem Blick auf den wunderschönen geschmückten Bahnhof, muss ich sagen, dieses Video hier beenden. Ich bedanke mich recht herzlich für alle, die zugeschaut haben. Und ihr könnt ja mal unten reinschreiben, was ihr so von der Map von Spires haltet. Ihr könnt auch eben persönlich eine Mail schreiben, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt für Verbesserungen oder eventuelle Verbesserungen. Und ich hätte auf jeden Fall noch diese zwei Fragen, woher du diese zwei Schiebebandwagen hast, weil da wäre ich selber interessiert. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Map-Vorstellung. Bis dahin, tschüss!